Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Nein, der Apotheke, ich weiß schon. Wir freuen uns sehr anzukündigen, dass sich bald ein neues Gesicht unserer Gemeinde anschließen wird. Er heißt Jack Stevens. Willkommen. Er wird das Restaurant beim Park übernehmen. Hallo zu alle zusammen. Ich freue mich darauf, euch bald Essen zu servieren. Willkommen in Haven. Freue mich, dass du hier bist. Komm jederzeit vorbei, falls du das brauchst. Sozialisierung, suche in der Nähe des Grünlands nach Mac und besuche die Apotheke. Vielleicht bei der Brücke? Alex, das Freund tut mir so leid. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Das hat mir einfach sehr geholfen. Keine Entschuldigung nötig, es hat uns alle schwer getroffen. Denke, dass das Ethan gefallen wird. Ah, niemand sieht's nur aus dem. Für das. Dings. Ah, Mac. Ich bin sowas von am Arsch. Du kannst dich nicht fuck. Na dann los. Mac? Alex. Lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen, reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Ach, Mann. Spar dir die Show. Ich weiß, dass du wegen dieser Nacht lügst. Du weißt nichts. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ja, wenn er sagt, er hat angerufen, hat er angerufen. Sorry. Etwas macht ihm eindeutig Angst. Wenn ich ihn nur irgendwie provozieren könnte. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Der Apotheker als Maul. Okay, dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Es ist nicht... Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Okay, er führt schon einen Beobachter dazu. Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung. Teufel zieht alles. Die ganze Stadt gehört. Aha. Wird's bedroht von Teufeln. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex?
Oha. Nein, da draußen sind Leute, verdammt. Ich hab doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Ja, natürlich. Okay. Mac? Komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon... Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja... Man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Das scheint mir eine gute Idee. Die Wahrheit aufdecken. Und ihn erstmal zu beruhigen, erstmal. Denn der ist ja nicht. Das ist wahrscheinlich ja nicht hauptverantwortlich hier. Steckt nur als ein kleines Rädchen im großen System. Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Die Apotheke habe ich jetzt mal wirklich ignoriert. Aus Protest. Hätte ich vielleicht nochmal reingehen sollen. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Weil ich jetzt was verpasst. Ja. Was soll es? Die können wir später noch mal. Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf.
Beziehungsweise das beweisen. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Ich komme immer wieder her. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Oh, shit. Ich trifft da gar keine Schuld. Alles, du hast Ethan gerettet, du hast mich gerettet, du hast Stephen Schuld. Du hast Ethan gerettet. Der Junge ist nur deinetwegen noch am Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager. Du musst aufhören, dich zu quälen. Du hast alles getan, was du konntest. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Nein, nicht deinetwegen. Es tut mir so leid. Typhon hat dir Sprengung gemacht. Du hast gesprengt. Es gibt nur eine Person, die dich dafür verantwortlich macht, Ryan. Du musst dir selbst vergeben. Du bist nicht allein. Wow. Warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Mhm. Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir?
Okay. Denk an was Trauriges. So herzschmerzmäßig traurig. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Das ist ja nicht schwer. Gabes Lachen. Du hast noch nie jemanden so zum Lachen gebracht. Du bist traurig, dass du es nie wieder hören wirst. Es war nie langweilig. Alles, was wir so angestellt haben. Nicht als Telefon. Nein. Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Mach weiter. Okay. Welche Emotion ist das? Tja, Alex. Das, mein Lieber, ist Freude. Muss eine schöne Erinnerung sein, ob ich das irgendwie zusammensetzen kann? Zusammensetzen? Kleines Puzzle oder was? Gabe, ganz. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Die Wolken. Was denkst du, wie tief? Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanadagans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanadagänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Was machen wir jetzt? Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja, genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Was stimmt nicht mit der Art, wie ich die Emotionen anderer Leute verarbeite. Ach, so würde ich das nicht ausdrücken. Ich sehe diese Auren, glaube ich. Und manchmal ist die Emotion eines Menschen so stark. Und das
infiziert mich. Und ich fühle es dann auch. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Mit dir ist alles in Ordnung. Du bist eine Zauberin. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber das... Das war pure Freude. Wer weiß noch davon? Gabe. Aber wie es jetzt aussieht, nur du. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Typhon hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Also, legst du dich mit Typhon an? Ich kann dir helfen. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Na dann. Partner. Gehen wir es an. Sie sind unberechenbar, Chen, aber bringen Resultate. Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf. Dich lieb, Gabe.
say, I miss all the ways you made me smile. How do I show you that I'll survive all of these trials? Ich habe gerade wirklich gerade ein bisschen Pipi im Auge. Oh Mann. Da kam mir gerade fast die Tränen. Das war gerade sehr emotional. Alex hat Mac mit seiner Panikkarte geholfen. Mac muss da ein. Oh Gott, 4%. Okay. Ich hätte Ellen nur daran erinnert, was passiert ist. Ja, sie immer ein bisschen zu lassen, wäre ja auch arschig gewesen. Charlotte hat Tavens Vereinbarung unterschrieben, nachdem Alex sie nicht besuchte. Oh, scheiße. Die Apotheke. Da hätten wir Charlotte treffen können. Das habe ich jetzt komplett ignoriert, die Apotheke. Da hätten wir noch reingehen müssen. Da hätten wir noch eine Sache mit Charlotte gehabt. Vereinbarung. Ich habe da einen kompletten Story-Twist geskippt dort, weil ich halt einfach. Ich hatte nicht gewusst, dass das dann weitergeht. Gut, das Spiel hat mich gewarnt. Bisschen, aber ich habe das komplett. Ich habe die Apotheke einfach irgendwie aus Trotz ausgelassen. 0%, oh Gott. Ach du Schande, damit haben wir einen kompletten Storystrang wahrscheinlich ausgelassen. Deswegen hat uns das Spiel daran erinnert: geh in die Apotheke, geh in die Apotheke, geh in die Apotheke, da passiert was dringend. Das ist. Ja. Ich war blöd. Gut, jetzt hat sie das unterschrieben. Okay, 40% haben es geschafft, dass sie trotzdem unterschrieben hat, auch wenn man mit ihr geredet hat. Ja, das ist okay, 0%. Das ist hart. Alex hatte einen ruhigen Moment beim Doc genossen. Ja, natürlich. Die Momente liebe ich immer. 43% haben sich nicht hingesetzt. Alex hat die Wohnung aufgeräumt. 50-50. Alex hat das Album als auf Gabes Gedenktafel gelegt. Alex hat das Foto auf Gabes Gedenktafel gelegt. Alex hat nichts auf. Okay. Die meisten haben nichts auf die Gedenktafel gelegt. Oha, okay. Alex hat ein trauriges Gesicht auf der Dartscheibe hinterlassen. Alex hat ein glückliches Gesicht hinterlassen. Alex hat die Dartscheibe nicht angesehen. Okay. Die meisten haben es nicht angesehen. Okay, die haben sich nicht genug umgeguckt. Okay, die meisten haben sich bei Lab für Erwin entschieden. Dann Alexandra. Irgendwie unfantasievoll. 24% für Alto. 5% haben sie die Notizen nicht angesehen. Alex hat einen Moment an Gabe gedacht. Ja, den Moment der Bedenkens, des Moments, den Moment der Ruhe, aber
Habe ich auch gegönnt. Extra zugegeben, dass sie Gelbs Anruf nicht gehört hat. Da war ich mal wieder bei der Wahrheit. Es hat den traurigen Typen geholfen, seine Hunde zu finden. Ach! Ich habe es nicht gesehen, wie man dem irgendwie hätte helfen können. Hätte wahrscheinlich, nachdem man meint, man hätte das kapieren müssen, dass der Hund so heißt wie, und dann, das war ein bisschen, naja. Die meisten haben es geschafft. Wein konnte sich selbst vergeben, haben 90% geschafft. Es hat Schwein Gips und Gebung angeboten. Okay. Okay, da habe ich einen relativ guten Weg gefunden. Wein und Alex haben sich an der Schlucht die Hand gegeben. Die meisten haben ihn umarmt. Steph hat den Titel Giga Champion beansprucht. Ja. Okay, Alex hat gewonnen. Der hat gewonnen. Steph hat Sturmbeginn zum Nahboss gemacht. Alex hat im Plattenladen nicht mit Steph geredet. Der 1%. Hier gehöre ich zu denen. Da gibt es auch ein paar Leute, die das. Sind wahrscheinlich sofort in der Apotheke und dann sofort zu dem Event, wo es weiterging. Jetzt hat der Flug. Ach, das hätten wir auch helfen können. Ach, wir haben einiges verpasst hier. Das ist mies. Das finde ich scheiße. Wir hätten in die Apotheke nochmal reingehen sollen, bevor zum Mac nochmal gehen. Immer bei der Apotheke, bei der Panik hat er geholfen, aber Apotheke hätten wir hier noch. Es wird nachher eine Folge haben. Das werden wir sehen. Das wird später noch Folgen für uns haben. Tja, ist passiert, wie es ist. Es ist, wie es ist. Müssen wir jetzt damit klarkommen. Weiter geht's im nächsten Kapitel.